So, die heutige Feier am Abend, die Feier der Osternacht, ist der Abschluss des ganzen Triduums. Aber es lohnt sich auch, auf den Karsamstag ein bisschen zu schauen, weil die Osternacht gehört eigentlich schon zum Sonntag. Wie sieht die Liturgie der Kirche am Karsamstag aus? Das ist eine äußerst interessante Sache. Und wenn man in die liturgischen Bücher hineinschaut, besteht die Liturgie des Karsamstags darin, dass wir nichts tun. Klingt nicht so spannend, aber das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches, weil wenn man sich das liturgische Leben der Kirche anschaut, da ist immer was los. Jeden Tag eine Messe und verschiedene andere Dinge. Es gibt sehr vieles, das uns dargeboten wird. Und am Karsamstag kommt eine ganz besondere Zeit. Jesu liegt im Grab, dort wurde er am Karfreitag niedergelegt. Und jetzt passiert nichts. Und so sollte es auch sein, dass in der Kirche am Karsamstag wirklich nichts los ist. Es gibt viele Gegenden in Europa und in der Welt, wo am Karsamstag so etliches los ist. Zum Beispiel werden die Osterspeisen schon gesegnet, weil es so ein Brauch ist. Oder es gibt Wachen beim Grab von Chören veranstaltet und so weiter. Das ist alles nicht so schlecht, aber das Richtige, was wir am Karsamstag tun sollten, ist einfach nichts zu tun. So viel zum Karsamstag selbst. Da gibt es eben nicht besonders viel zu sagen. Und die Feier der Osternacht ist eine ganz besondere Feier, die besteht aus 4 Teilen. Und die Osternacht selbst soll man in der Nacht feiern. Das heißt, es ist vorgeschrieben nach dem Sonnenuntergang und nicht irgendwann vor dem Sonnenuntergang. Und man geht raus und da muss der Priester schon sagen, wir stellen uns vor, dass es dunkel ist. Es geht nicht darum, diese Vorschrift einzuhalten, aber wenn man die Feier nicht in der Dunkelheit beginnt, verliert sie ihren starken Ausdruck. Weil diese ganze Liturgie, die wir heute feiern, ist die alte Taufliturgie der Kirche. Früher wurden die Christen eigentlich zu Ostern getauft, in der Osternacht eben. Und das ist auch der rote Faden dieser Liturgie, die Taufe. Auch wenn wir die Auferstehung Jesu feiern, die Taufe gibt einen Blickwinkel, wie wir diese Auferstehung betrachten sollen. Und das möchte ich euch auch darbieten, das ein bisschen zu erklären. Und wie gesagt, diese Feier besteht aus 4 Teilen. Erster Teil ist die Lichtfeier, dann kommt der Wortgottesdienst, dann kommt die Tauffeier und dann die Eucharistiefeier. Und wie schon angedeutet, es beginnt nach Sonnenuntergang und außerhalb der Kirche. Eigentlich sollten alle draußen sein, also nicht in der Kirche auf die Feier warten, sondern die Feier beginnt wirklich draußen vor der Kirche, da wo das Feuer entzündet und gesegnet wird. Da sollte sich die Gemeinde auch versammeln und viele kommen früher zu dieser Feier, weil sie ihren Platz reservieren wollen oder weil sie es gewohnt sind oder sonst was, weil es auch niemand früher gesagt hat. Aber es ist wirklich eine große Einladung, an alle hinauszugehen. Lass da irgendetwas liegen auf deinem Platz, irgendeinen Zettel oder das Gesangsbuch oder sonst was, was nicht so wertvoll ist für dich. Dann hast du deinen Platz reserviert und geh raus, weil da geschehen interessante Dinge. Zuerst, da wird draußen ein größeres oder kleineres Feuer vorbereitet und der Priester beginnt mit der Segnung dieses Feuers. Es ist auch so eine alte Tradition noch in manchen Teilen, zum Beispiel Österreichs.
aber das ist schon sehr in Vergessenheit geraten. Man hat am Gründonnerstag früher das Feuer in den Öfen ausgemacht. Also das, die Öfen, die man zum Kochen der Speisen benutzt hat, man hat alles gelöscht. Und die Öfen blieben auch leer und kalt bis zur Osternacht. Die wurde dann früher am Samstagvormittag komischerweise gefeiert. Aber was wichtig ist, worauf ich hinaus will, ist, dass das Feuer, das gesegnet wird, wird dann ausgeteilt. Also viele Leute kamen mit so kleinen Gefäßen und nahmen sich die Glut von diesem Osterfeuer und daraus entzündeten sie dann wieder das Feuer in den Öfen, in den Häusern und dann kochten sie für Ostern. Das ist nur so eine Nebengeschichte. Was vor der Kirche passiert, ist Folgendes. Das Feuer wird gesegnet, aus dieser Glut wird auch der Weihrauch entzündet und die Osterkerze. Und deswegen ist es so wichtig, dass es dunkel ist, wenn man die Feier beginnt, weil das hat eine ganz andere Wirkung. Wenn man mit der Osterkerze, mit der brennenden Osterkerze in die Kirche hineintritt und in dieser Kirche, in dieser Dunkelheit das Licht bringt. Also das sind alles Zeichen, die sehr wichtig sind. Christus, das Licht der Welt, kommt in die Dunkelheit, in unsere Dunkelheit und erleuchtet sie. Und so wird dieses Feuer hineingetragen, in einer schönen, geordneten Art und Weise, mit dieser Osterkerze. Wenn man nach vorne kommt, also wenn Priester und die ganze Assistenz reinkommen und am Altar ankommen, wird ein längeres Stück gesungen. Es ist das Exultet, das Osterlob. Das ist eine der ältesten kirchlichen Hymnen. Man weiß nicht so wirklich, wann es entstanden ist und wer das geschrieben hat, ist auch nicht so wichtig. Es ist sehr alt. Also dieser Text ist wirklich uralt und komischerweise wird in diesem Text zwar auch Christus besungen, aber das, was dort uns dargeboten wird, eigentlich geht es darum, wie eine Biene eine Kerze macht, wie aus Bienenwachs eine Kerze entsteht und dann erst kommt es, dass Christus, das Licht der Welt, uns erleuchtet durch diesen verbrennenden Bienenwachs, weil es speist das Licht dieser Kerze. Auf jeden Fall wird dieses längere Stück auch in Dunkelheit in der Kirche gesungen. Also man sieht nur die Osterkerze, die entzündet ist, und die Teilnehmer der Liturgie haben auch ihre kleineren Kerzen und bleiben dabei auch stehen. Ja, und so sieht der erste Teil der Liturgie, die Lichtfeier. Also das Licht Christus wird in die Dunkelheit, in die Kirche hineingetragen, um sie zu erleuchten. Und man sieht es, am Anfang ist es, das Licht ist da, aber die Dunkelheit ist um uns herum in der Kirche, wie viele Kerzen man auch entzündet. Damit endet die Lichtfeier und beginnt der Wortgottesdienst. Und das ist ein ganz besonderer Wortgottesdienst, der so viele Lesungen hat, wie es nur möglich ist. Es sind so 8 Lesungen, wenn ich mich nicht irre. Insgesamt und noch das Evangelium dazu. Dazwischen sind Psalmen und noch Gebete. Es ist eine sehr lange Liturgie. Und man sitzt da in der Dunkelheit mit der eigenen Kerze, die hoffentlich nicht ausgelöscht ist, und hört dem Ganzen zu. Und es mag langweilig erscheinen, manche nicken da ein bisschen ein, weil es dunkel ist und weil alles so lang dauert. Und ich hoffe, bei dir zu Hause werden wirklich alle Lesungen gelesen, alle 8 plus das Evangelium, weil sie bringen etwas Wichtiges zum Ausdruck. Es geht auch darum, wie Gott sein Volk von der Dunkelheit
ins Licht führt. Und wir beginnen wie immer in der Kirche mit dem ersten Buch des Mose, mit dem Buch Genesis, wie Gott die Welt erschafft. In die Dunkelheit bringt er Licht und dort entsteht auch, also alles, was wir kennen, und der Mensch selbst. Danach gibt es einen Psalm, ein Gebet, kommt die zweite Lesung, dann kommt die Auserwählung des Volkes Israel durch Abraham. Und so geht es weiter mit diesen Lesungen. Bis zur sechsten Lesung werden wir geführt durch die Geschichte des Volkes Gottes und bis zur siebten Lesung und durch die Propheten, die auch das wahre Licht dieser Welt ankünden. Nach der siebten Lesung gibt es wieder einen Psalm, wie bei jeder Lesung, ein Gebet. Und dann wird ein längeres Halleluja gesungen. Und zu diesem Halleluja gibt es auch etwas, was man sagen sollte. Wenn man in dieser Liturgie den Moment sucht, wo man die Auferstehung Jesu irgendwie festmachen könnte, wo in dieser Liturgie wird diese Auferstandene wirklich präsent, dann in diesem Halleluja. Weil wenn dieses Halleluja angestimmt wird, wird auch in der Kirche Licht eingeschaltet. Die Orgel erklingt wieder nach 3 Tagen, wo sie stumm war. Und die Glocken läuten und alles ist feierlich. Alle müssen die Augen ein bisschen zumachen, weil das so jetzt so hell ist, weil Christus, das Licht der Welt, in diese Liturgie hineinkommt. Der Auferstandene aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Dunkelheit des Grabes ins Licht. Und dazu gibt es noch ein Bild, wenn das Grab Jesu nach der Auferstehung abgebildet wird, das Evangelium berichtet, da waren irgendwelche Engel auch dabei, die da standen am Grab. Und man kann sich das auch so vorstellen, dass ein Engel da einfach sitzt, auf diesem Stein, der weggewälzt worden ist, und mit dem Rücken zum Grab und wartet auf die Leute, die da dazu kommen. Und hinter ihm die Dunkelheit des Todes, hinter diesem Engel. Und er fürchtet sich nicht, weil er den Auferstandenen kennt. Also diese Dunkelheit kann ihm nichts anhaben. Er kann sich gemütlich hinsetzen auf diesem Grabstein und einfach auf die Leute warten. Das ist nur so ein kleines Bild, um zu verdeutlichen, was in diesem Halleluja passiert. Anschließend an das Halleluja wird gleich das Gloria, Ehre sei Gott, gesungen. Kommt das Tagesgebet erst an dieser Stelle. Und da sehen wir den Übergang vom Alten Testament, von der Ankündigung, dass Christus kommen wird, der Messias die Welt erlösen wird. Kommt das Halleluja, der Auferstandene tritt in den Raum ein. Wir singen das Gloria, das Tagesgebet wird gebetet und dann kommt die Lesung aus dem Neuen Testament. Vom Alten Testament ins Neue, von der Dunkelheit zum Licht. Und wir hören aus dem Römerbrief auch eine Lesung, die mit der Taufe ein bisschen zu tun hat. Danach gibt es noch einen Psalm, der sollte eigentlich der Kehrvers, also das, was das Volk wiederholt, das sollte auch ein Halleluja sein. Man nimmt manchmal einen anderen, aber wenn man dieses Halleluja auch bei dem Psalm singt als Kehrvers, bringt es noch mehr zum Ausdruck, dass der Auferstandene jetzt im Raum steht. Und dann folgt das Evangelium, das relativ kurz ist. Also, und da wird uns einfach von dem Auferstandenen berichtet. Diese ganze Wortgottesfeier ist sehr lange. Und das ist völlig okay, wenn du in dieser Feier müde wirst, wenn deine Aufmerksamkeit ein bisschen schwindet. Aber es geht wirklich darum, dass wir uns selber erzählen, was Gott mit dieser Welt tut.
was Christus mit dieser Welt tut. Und wie in der Lichtfeier wir von der Dunkelheit von draußen in die Kirche hineingeführt wurden, wo das kleine Licht, das Christus darstellt, diese Dunkelheit erleuchtet. Es ist unglaublich schön, wenn da wirklich stockdunkel ist in der Kirche und dann kommt man mit den Kerzen und man sieht schon die Umrisse der Menschen, die Bänke und die Wände und sogar die Decke, weil das Licht stärker ist als die Dunkelheit. Dann kommen wir zum Wortgottesdienst, wo wir aus der Dunkelheit, also vom Alten Testament, ins Neue geführt werden. Das bedeutet nicht, dass das Alte Testament schlecht ist, sondern es kennt nur die Verheißungen über den Messias. Das Neue Testament kennt den Auferstandenen. Und das ist der Unterschied. Wieder von Dunkelheit ins Licht. Dann kommt eine Predigt, länger oder kürzer. Und es schließt sich eben die Tauffeier an. Und zuerst wird das Taufwasser gesegnet, weil man es braucht für die Taufe. Eigentlich sollte in der Osternacht immer Taufe stattfinden und bis heute ist es der Termin für die Erwachsenentaufe eigentlich. Und ja, man kann ruhig auch Kinder taufen, das spricht nichts dagegen. Aber das ist der Termin für die Erwachsenentaufe und in den meisten Kathedralen der Welt werden auch Erwachsene in dieser Nacht getauft, weil das ist die Tauffeier der Kirche. Also das Weihwasser wird gesegnet, also das Taufwasser. Und früher war es so im Altertum, in der Antike noch, dass es ein Becken gab in dem Raum, wo man die Leute getauft hat, Kirche oder wie man das halt nannte damals. Und dieses Becken war auch ganz besonders gestaltet. Es gab 7 Stufen, die hinunterführen, 7 Stufen, die heraufführen. Und man stieg hinunter in dieses Taufwasser durch diese 7 Stufen, die 7 Hauptlaster darstellen oder Hauptsünden darstellen. Und dann taucht man ein in den Tod und aus dem Tod steigt man raus als neuer Mensch, als der Getaufte und geht die 7 Tugenden hinauf. Das ist nur sein Bild dafür, wie früher diese Taufe ausgesehen hat. Aber heutzutage macht man es nicht, weil in unseren Kirchen gibt es solche Becken nicht mehr, in den meisten zumindest. Und so wird ein größeres oder kleineres Gefäß mit Wasser gefüllt. Es wird gesegnet. In dieses Wasser wird auch die Osterkerze eingetaucht. Es symbolisiert auch Christus, der da hinabsteigt, der dieses Wasser verwandelt, der aus dem ganz normalen Wasser etwas macht, das Menschen zum Licht führt. Ja, und für die ganze Gemeinde gibt es auch einen speziellen Ritus, auch wenn keine Taufe stattfindet, was in den meisten Gemeinden der Fall ist, sind wir dazu aufgerufen, uns an unsere eigene Taufe zu erinnern. So wird diese Taufe erneuert in uns. Wir werden wieder nach unserem Glauben gefragt. Wir legen unser Bekenntnis für den Glauben ab. Und wir werden auch mit diesem Wasser, das gesegnet worden ist, besprengt. Also als Erinnerung an die Taufe. Das ist der Sinn dieses Weihwassers eigentlich, das man in den Kirchen finden kann. Also am Eingang der Kirche gibt es immer ein kleines Becken und da kann man Finger eintauchen, sich bekreuzigen. Nicht, weil das Weihwasser gesund ist oder, was weiß ich, wohlriechend, sondern als Erinnerung an die Taufe. Das ist der eigentliche Sinn und das Wichtige am Weihwasser. Dass wir uns vor Augen führen, dass wir Getaufte sind und das nicht vergessen. Und wenn wir in eine Kirche eintreten, betreten wir auch den Raum, in dem sich diese Gnade entfalten kann, die Gnade der Taufe. Und so werden auch, weil am Palmsonntag sollte auch das ganze Weihwasser aus der Kirche verschwinden,
werden auch wieder diese Behältnisse an den Eingängen mit Weihwasser gefüllt. Dieses Fehlen des Weihwassers bringt manchmal Verwirrung unter die Leute, weil man greift ein automatisch und da ist nichts. Aber das soll auch etwas deutlich machen, und dann in der Osternacht kommt wieder das frisch gesegnete Taufwasser, der Weihwasser, wie man es halt nennt, zu uns. Damit kommt zum Ausdruck, dass die Gnade der Taufe in uns einfach gegenwärtig ist. Das ist der dritte Teil der ganzen Osternacht. Im vierten Teil feiern wir die Eucharistie selbst. Und da gibt es nicht viel zu sagen. Aber das hat auch viel mit der Taufe zu tun, weil die Taufbewerber durften bis zur Taufe an der Messe teilnehmen. Aber vor der Eucharistiefeier, nach dem Wortgottesdienst, wurden sie aus der Kirche hinausgebeten. Und Osternacht war der erste Gottesdienst, an dem sie voll teilnehmen durften. Und man sieht, wir werden von Dunkelheit ins Licht geführt. Das in der Lichtfeier, im Wortgottesdienst, in der Tauffeier, und die Eucharistiefeier, die entfaltet die Gnade der Taufe. Das ist die Speise, die wir zu uns nehmen, die auch unser Leben verwandelt und uns stärkt auf unserem Weg der Nachfolge. Das ist ein Gastmahl, an dem wir teilnehmen, auch ein Vorgeschmack des Himmels. Deswegen wird die Eucharistiefeier in dieser Nacht ganz besonders feierlich gefeiert. Hoffentlich nimmt der Priester in deiner Gemeinde das erste Hochgebet und hoffentlich singt er es auch. Das ist alles urlang und manche Gebete versteht man nicht so richtig, wenn man in der Bank sitzt. Aber es ist wichtig, dass es wirklich feierlich ist, mit Weihrauch, mit allem Möglichen, mit einer großen Schar von Ministranten, von allen Diensten, die nur möglich sind. Alle sollen daran teilnehmen. Das ist die Feier im Laufe des Jahres, wo wir uns an unsere Taufe erinnern, auch an das, was Jesus an uns getan hat, und durch die Eucharistiefeier, die wir dann auch täglich in der Kirche feiern, aber in dieser Nacht auf eine ganz besondere Art und Weise, diese Gnade der Taufe entfalten können. Da macht sich Gott für uns auch fassbar. Man kann ihn anfassen, man kann ihn essen, man kann ihn trinken in der Eucharistie. Und er führt uns vom Tod zur Auferstehung, vom Tod zum Leben, auch in unserem Alltag. Das ist so, das bringt auch zum Ausdruck unsere kirchliche Praxis, weil um an der Eucharistie teilzunehmen, braucht man auch im Reinen vor Gott zu sein. Das bedeutet, auch zur Beichte zu gehen. Und dieser Prozess Beichte, dann die Eucharistie, also ein reines Herz, Eucharistie. Und solange ich ein reines Herz habe, bin ich voll dabei. Wenn nicht, dann gehe ich wieder zur Beichte. Das sieht man, dass durch die Eucharistie, weil sie ist das Eigentliche, nicht so sehr die Beichte. Die Eucharistie ist das Zentrum. Diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, den wir zu uns nehmen. Und damit diese Begegnung geschehen kann, brauche ich mich darauf vorzubereiten, ob durch die Beichte oder ein tugendhaftes Leben. Und dieses Bemühen um ein gutes Leben, um ein reines Herz, ermöglicht mir diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Also wieder vom Tod, von der Dunkelheit der Sünde in das Licht des Lebens. Das ist der Sinn der ganzen Eucharistiefeier. Ich habe vergessen noch zu sagen, dass beim Wortgottesdienst, wo das Gloria gesungen wird, da läuten auch die Glocken, um etwas deutlich zu machen, um es noch feierlicher zu machen. Und nach der ganzen Feier gibt es die Möglichkeit, auch eine Prozession zu veranstalten mit einer Statue des Auferstandenen, und man geht einfach nach außen auf die Straßen.
Und es wird sehr oft gedeutet als ein Bekenntnis zu dem Auferstandenen, was es auch ist. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck dieser Prozession, sondern sie soll die Freude über die Auferstehung zum Ausdruck bringen. Deswegen gibt es diese Prozessionen. Das sollten sie auch zum Ausdruck bringen. Und wenn du bei so einer Prozession bist, bemühe dich nicht gut auszuschauen und den Leuten, die vielleicht da zufällig vorbeigehen, ein gutes Beispiel zu geben für einen Christen, sondern freue dich an der Auferstehung Jesu. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Und ja, ich wünsche euch diese Freude in dieser Nacht. Das ist für mich immer aufregend, die Osternacht zu feiern, weil es die schönste Feier im Laufe des ganzen Jahres ist. Und am Ostersonntag setzen wir es fort. Und die 8 Tage vom Sonntag, vom Ostersonntag bis zum Weißen Sonntag feiern wir dieselbe Liturgie. Also die Texte ändern sich kaum. Man nimmt dieselben Gebete und es ist alles ziemlich gleich, weil man Ostern feiert. Und dann feiern wir noch weiter. Insgesamt 50 Tage lang. Das ist der längste liturgische Zeitraum in der Kirche. Also längere gibt es nicht, also nur die gewöhnliche Zeit im Jahreskreis, aber das ist keine besondere Zeit, sondern eine ganz allgemeine. Aber die Osterzeit, sind die 50 Tage, in denen wir die Auferstehung weiterfeiern. Und dann darüber hinaus, auch an jedem Sonntag, in jeder heiligen Messe, feiern wir die Auferstehung Jesu. Ich wünsche dir, dass Gott dich auch dazu hinführt, das zu erleben, seine Auferstehung an diesem wunderschönen Ostersonntag.